Hallihallo und weiter geht's mit Dragons. So, ich würde sagen, wir schicken unsere Drachen erstmal neu los. Checken dann wie immer eigentlich erstmal ab, welche Drachen vom Training zurück sind, welche wir rein stoppen können. Ob wir unseren Drachen in Valkas Zuflucht zum Titandrachen pimpen oder auch nicht, das werden wir natürlich auch gemeinsam abchecken. Hier oben haben wir nämlich gleich unseren Sägezahn. Mal gucken, bin ich auf jeden Fall gespannt. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wer von euch den Sägezahn schon als Titandrache am Start hat. Und wie ihr den so findet, würde mich natürlich auch extrem derbe interessieren. So, dann können wir die erstmal alle neu losschicken hier. So, die sammeln ja Fisch ohne Ende, unsere Drachen. Von daher haut das alles hin. 243 Mille Fisch haben wir schon wieder auf Tasche. Das ist natürlich bombastisch für uns. So, dann würde ich sagen, checken wir erstmal unseren Ohnezahn. Gucken, was der uns mitgebracht hat. 20 Mille Fisch können wir natürlich gut gebrauchen. Ich hätte natürlich lieber ein paar Gegenstände bekommen. Aber das hat leider nicht geklappt. Wenn wir hier mal gucken, unter Sammlung sehen wir ja hier, wir können den Holzklau bekommen. Da fehlen uns aber, wie gesagt, noch ein paar Gegenstände. Von daher müssen wir hier noch ein bisschen was machen. Ich schicke den gleich nochmal neu los, unseren ohne Zahn. So, dann können wir hier unseren Sandgeist erstmal aufpimpen. Der ist jetzt auf Level Nummer 31. Für 16 Stunden könnten wir den auf jeden Fall nochmal zum Training schicken. Ich würde sagen, das ist so ja nicht so eine dumme Aktion. Das machen wir gleich. Schicken den einfach gleich nochmal los. So, dann würde ich sagen, checken wir erstmal unsere Akademie. Da ist jetzt eigentlich nur ein Drache drinne. Und zwar unserer, habe ich gerade Sandgeist gesagt? Jo, genau so sieht's aus. Nur der Sandgeist ist drinne. Sonst keiner weiter. Dann würde ich sagen, pimpen wir gleich mal hier unseren Wollgeheul. Der ist jetzt auf Level Nummer 72. Richtig genial, richtig Hammer auf alle Fälle. Den können wir natürlich auch gleich weiter pimpen. Der sammelt aber auch schon extrem gut Material. Seht ihr ja hier unten. Hier seht ihr natürlich, was er dann mehr sammelt, wenn wir den nochmal losschicken würden. Ich würde sagen, das könnten wir eigentlich auch gleich mal machen. Oder wollen wir uns da lieber umentscheiden und irgendeinen anderen Drachen pimpen? Ich weiß es noch nicht genau. Den Knochenräuber könnten wir natürlich auch auf 79 pimpen, aber da fehlt uns noch ein bisschen Material. Von daher müssen wir mal gucken, was wir da so machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in unseren Hangar und pimpen hier unseren Knochenräuber auf 43. Dann können wir hier unseren Kältegronkel hoch auf 43 pimpen. Dann pimpen wir den aber auch gleich weiter bis auf Level Nummer 45. Das gleiche machen wir mit unserem Knochenräuber, den pimpen wir auch auf 45, würde ich sagen. Könnten den für 14 Stunden und 45 Minuten nochmal zum Training schicken. Ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Jo, so machen wir das. Dann haben wir den nämlich auch gleich nochmal losgeschickt. Den könnten wir nämlich auch bald zum Titandrache pimpen. Hier können wir uns natürlich überlegen, nehmen wir hier den eisigen Kältegronkel oder pimpen wir dann doch lieber einen anderen. Ich würde sagen, als erstes werde ich mal meinen Knochenräuber nochmal mit ein bisschen Fisch füttern. Dann haben wir den wenigstens bald auf Level 79. Jetzt brauchen wir nur noch 150 Mille Fisch, um den dann auf 79 zu pimpen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, würde ich sagen. Ja, ihr habt in den Kommentaren geschrieben, ich soll meinen Dagos Grill weiter pimpen, aber da brauche ich natürlich so extrem viel Material. Da müssen wir natürlich erst noch mal ein bisschen sammeln. Gut, schreibt ihr mal in die Kommentare, welchen Drachen ihr jetzt als dritten Drachen in der Akademie stoppen würdet. Wie gesagt, zwei drin, den Sandgeist und mein Knochenräuber. Aber wie gesagt, einen Drachen können wir noch rinstecken. Da könnten wir uns entweder für den Wollgeheul entscheiden, aber ich glaube, da reicht mein Material vielleicht nicht mal. Nee, 80 Mille haben wir gerade mal auf 73, von daher fällt es auf alle Fälle flach. So, dann fällt es flach, wie gesagt. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in unseren Hangar und gucken, welchen wir hier noch pimpen können. Da würde ich sagen, entscheiden wir uns einfach mal für unseren eisigen Kältegronkel. Einen Tag und 20 Stunden könnten wir den jetzt losschicken. So, dann flattert der los. Dann haut dit auf alle Fälle auch schon hin. So, dann haben wir wieder drei Drachen in der Akademie. So muss es natürlich laufen. Richtig cool, richtig Hammer. So, dann könnten wir mal gucken, ob wir die nächste Flotte besiegen können. Aber ich glaube, das wird nichts werden. Eine mittlere Chance ist auf jeden Fall schon besser geworden. Ich weiß nicht, wollen wir das einfach mal probieren? Ich würde sagen, jo, das machen wir. 15 Mille Holz kostet das.
Gucken, ob wir heute die Flotte irgendwie besiegen können. Ich bin gespannt. Ich weiß zwar immer noch nicht so richtig, wie ich hier angreifen soll, aber Betty hat mir einen guten Tipp gegeben, dass man nicht direkt aufs Schiff klicken soll, sondern ein bisschen weiter davor. Also die fliegen immer dahin, wo man hintippt. Von daher ist es vielleicht ja nicht so dumm, dann so zu arbeiten. No, müssen wir mal gucken. Hier und da. Tja, weiß ich nicht, wie wir machen. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir erstmal an, hier unsere Drachen zu platzieren. Dann machen wir erstmal hier unten den ersten, dann kommt hier gleich der zweite und der dritte hin. Können wir auch gleich den vierten platzieren und den fünften. Kommt schon, macht schon, macht schon. Bis jetzt sieht es ja nicht so verkehrt aus für uns. Ah, es wird wieder nichts. Mann, mach den hier platt, ey. Naja, ich glaube, das wird nichts. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. So schlecht sieht es ja nicht für uns aus. Bis jetzt, der schmeißt irgendwie immer vorbei, wie ich sehe. Das ist natürlich extrem cool. Die anderen können uns nicht treffen, aber unsere, hier oben der Balken sieht relativ mau aus, deswegen glaube ich, hätten wir, oder haben wir mit Sicherheit ein bisschen Pech und werden es eventuell doch nicht schaffen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sieht es aber schon besser aus wie bei den letzten Malen, als ich die Flotte hier besiegen wollte. Mal gucken, ob es was wird. Wäre auf jeden Fall cool, was natürlich Hammer wäre. Wir bräuchten noch 3 Drachen hier am Start. Dann würden wir es auf jeden Fall schaffen, aber ich glaube, mit den 2 wird es leider nichts mehr. Weil die Wahl eh ein Schlag noch, dann ist Schicht im Schacht, dann ist Feierabend, das ist natürlich bitter. Klar sieht es ganz schön enger aus, ganz schön knapp, aber ich glaube, wie ihr sagt, nicht, dass es was wird. Oder, eine kleine Chance haben wir noch, aber ich glaube, das wart jetzt gleich. Komm. Knappe Aktion. Hatte da sowas auch schon mal, dass es so knapp war. Das Schiff war ja eigentlich schon so gut wie im Arsch. Der Balken war weg, aber hat trotzdem nicht erreicht. Dumme Aktion, dumm gelaufen. Ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen, aber wir können es nicht ändern. So, jetzt müssen unsere Drachen erstmal wieder eine Runde chillen, bis sie wieder gesund sind. Also ein paar Stunden braucht es schon. Was sagt es uns? Wir müssen auf jeden Fall unsere Drachen noch ein bisschen pimpen. So, dann werden wir erstmal unseren Sägezahn abchecken, gucken, ob wir den zum Titan machen. Nee, wird wieder nichts. Bittere Aktion. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal losgeschickt. 5, 6 Mal bestimmt schon. Schickt ihn jetzt gleich nochmal los zum Training und hoffe natürlich, dass wir den zum Titanenrache Pimp kriegen. Hier haben wir den Wollgeheul, den könnte man natürlich auch noch pimpen, aber bringt natürlich auch erstmal nicht so wirklich Punkte, weil die Walbe können den eh nicht auf Level Nummer 74 pimpen, um den anschließend zum Titan-Training zu schicken. Da würde ich sagen, sparen wir uns die 94 Mille Heul, Fisch, dass wir dann später unseren Knochenräuber pimpen können. Das ist natürlich, ich glaube, ein bisschen sinnvoller. Von daher würde ich sagen, wäre das die sinnvollste Aktion, die wir hier starten könnten. So, wie ihr sagt, wir sind erstmal wieder durch für heute. Können ja jetzt eh nur wieder abwarten, unser Drachenmaterial sammeln lassen. Hier warten, bis unser Ohnezahn zurück ist, in 52 Minuten. Und in der Akademie können wir natürlich auch nur warten, bis wir vom Training zurück sind, unsere Drachen. Dauert natürlich auch noch eine richtig lange Zeit. Und in Valkas Zuflucht ist natürlich irgendwie ja Bambule. 9 Stunden, 20 Minuten braucht unser... Wo haben wir ihn? Da oben haben wir ihn. Braucht unser Sägezahn noch. Bis der hoffentlich zum Titan-Drache gepimpt werden kann. Wäre auf jeden Fall cool, wenn es klappt. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wer den Sägezahn von euch schon als Titan-Drache am Start hat. Genauso würde mich interessieren, wer von euch den Sandgeist schon hat. Das ist natürlich auch ein bombastischer Drache, den werde ich natürlich noch pimpen müssen, bis er irgendwann dann zum Titan-Drache gepimpt werden kann. Gut, wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.